Auf dem Weg, wo habt ihr die Igna eingesammelt? Der hatte den, der kam auch noch aus der Gasse, den hattet ihr unten gelassen, sodass dann Igna eben auch noch dabei ist. Zusammen mit Revetta. Gut. Die beiden Magister tragen übrigens immer noch eine verletzte Frau mit sich die ganze Zeit. Ich trage auch immer noch den Goldquark mit mir. Also falls Ragnar seine Maske nicht abgenommen worden ist, trägt er auch immer noch seine ingere Maske. Nee, die wurde Ist dir doch dann verloren. von den ersten Wachen wurde dir schon ja, befohlen, die einfach mal abzunehmen. Hast du das dann gemacht oder wirst du das nicht gemacht haben? Also eigentlich würde ich das nicht gemacht haben wollen. Okay. Ja, dann wird dir jetzt spätestens auf dem Weg, wird dir dann Tistan Kettenburg das befehlen. Lasst die Spielchen, könnt eure Masken abnehmen, von mir habt ihr nichts zu befürchten. Man nimmt die Maske ab und trägt sie unterm Arm vorsichtig. Ja. Also von Ragnar kommt daraufhin keine Reaktion. Ragnar, nimm doch bitte die Maske ab. Wir müssen vor unseren Freunden keine solche Scherereien veranstalten. Wer sagt denn, dass das unsere Freunde sind? Ragnar, was glaubst du, wo er uns hinbringt? Ich bin Der kein Sinnetempel hat Freund. keine Zellen. Und ich stelle auch keine Bitten, sondern ich erteile Befehle. Nehmt die Masken ab. Also ja, dann kennst du diesen Mann, ja? Ja. Woher? Wir hatten gestern am Puninator zu tun und wenn du mal siehst, wo er uns hinbringt, ist er offensichtlich im Namen unseres Auftraggebers unterwegs. Indem du ihm bitte ein Minimum an Respekt erweisen Ragnar, möchtest. 1 W6 Schadenspunkte und du bekommst jetzt einen Kettenhandschuh in den Hinterkopf. 6. Aua. Dann bin ich jetzt ohnmächtig. Ja, ist das wohl der Fall? Dann brichst du ohnmächtig zusammen, ein paar Wachen fangen dich dann auf und schleifen dich dann weiter, nehmen dir dann auch die Maske ab. Von daher, ja, keine Oh, Spielchen war hier das mit der wirklich Wache. nötig? Oberstleutnant, Nochmal ist das Arbeit. wirklich nötig? Ich handle auf Befehle und ich werde niemanden, den ich nicht kenne oder deren Gesicht verborgen ist, in die heiligen Kammern bringen. Verständlich, verständlich. Es gibt ganz andere Vorsichtsmaßnahmen, die ergriffen werden, um seine Eminenz zu treffen. Allerdings werdet ihr wohl nur mit dem Hauptmann verkehren. Ja, ihr werdet wieder in den Raum gebracht, mit dieser großen Karte, der mit den illusorischen Effekten bzw. den Schauplätzen, die Jarle noch ausgehändigt worden ist. Und ja, werdet dort dann erstmal stehen gelassen. Ragnar wird einfach in der Ecke abgelegt, genauso wie Revetta, es sei denn, ihr möchtet euch die weiter um die kümmern. Ich möchte ihn Die dann Wachen den bleiben Wachen erstmal stehen. abnehmen. Ich möchte ihn dann den Wachen abnehmen und auf einen Stuhl rapieren. Und man möchte ganz gerne sich Ragnar schnappen, auf den Boden legen und vor allem seine Kopfwunde, die jetzt neu hat, einmal verbinden, reinigen und dass sich das Ganze, der ganze Scheiß sich noch nicht entzünden mag. Gut, ich lasse dann hier mal handeln. Aus der Tür erstmal unseren. Ja, den Leuten, die uns erwarten. Ich würde mich derweil um die Frau kümmern und wahrscheinlich ihre Brüche oberflächlich begutachten erstmal. Ja, ich möchte alle verarzten. Das sind die Wunden, die ihr durch den Zwerg zugefügt worden sind, vor allem im Bein, im Rücken. Da wurde dann mit einer ziemlich spitzen ja, Drachenwehrlanze reingestochen. Die beiden Zwerge erkennen sie wohl auch. Igna wohl weniger, der hatte da Probleme mit seinem Drachen und hat sich da dann um die anderen Vorkommnisse gekümmert, aber Torgosch kann sie auf alle Fälle erkennen. Immer natürlich auch. Jeder Wache, bring mir etwas zu verbinden. Schnauze den einen an, der da steht. Verschwindet dann auch und bringt dann nach 1 Minute ein paar Verbandssachen, mit denen du dann die Wunden abspülen kannst, grob reinigen und dann auch verbinden. Würde ich ihm sofort abnehmen und mich dann daran machen, alle Leute zu verbinden. So viel Arbeit, so viel Arbeit. Nach einer weiteren Minute kommt auch Hauptmann von Angenbruch, schneidiger Offizier heran, nickt da einfach nur Tistan Kettenburg zu. Vom Rang eigentlich der Oberstleutnant wesentlich höher, der spielt hier allerdings dann auch die zweite Geige und verzieht sich dann mit seinen Männern, sodass ihr dann hier alleine gelassen werdet mit Drego von Angenbruch. Hauptmann, ich kann vermelden, die Gefahr wurde neutralisiert. So viel zu der verdeckten Operation. Na gut. Ihr habt die Quelle ausgeschaltet, ja? Ich nehme nicht an, dass ihr das Phantasmalogikon bergen konntet. Über die genauen Umstände der Vernichtung werden euch die Magier sicherlich besser informieren können. Wir konnten allerdings einen Teil der Quelle bergen. Ein Wenn die Teil. Magister doch bitte die Rolle aushändigen möchten.
Oh, das endgültige Schicksal konnten wir leider nicht feststellen. Wir durften nicht noch einmal hinein, wir wurden abgeführt. Meine Männer werden sich darum bemühen, den Schauplatz abzusperren und so denn noch Rekonstruktionen zu machen sind, herauszufinden, was dort vor sich ging. Eure Berichte werden da natürlich sehr sinnvoll sein. Ich darf mich kurz denjenigen vorstellen, die mich noch nicht kennen. Drego von Angenbruch. Ich bin derjenige, der aufpasst, dass Garrett nicht im Chaos untergeht, während der Baron Exzellenz Dexter Nemrod abwesend ist. Oh, erfreut eure Bekanntschaft machen. Magister Iolaus Pyrikos. Und zwar Diensten. Wenn ihr zahlen könnt. Ich nicke ihm etwas bleich zu. Abelmir Yamorinis. Von euch habe ich, euch ja bereits informiert. Er tauchte mehrere Male in euren Berichten auf. Oh. Ja, ich beschäftige mich wieder anscheinend offensichtlich mit dem Wein. Wir müssen das schienen. Das wird dann schmerzhaft werden. Ja, sicher. Soll ich da drauf drücken? Ach, genau. Ja, genau so ist richtig. Nicht zu fest. Wer hat die Schriftrolle von euch? Ich. Ach ja, hier ist noch etwas. Jalan gibt's ihm. Und drückte so eine wahrscheinlich ein bisschen blutverschmierte Schriftrolle jetzt wahrscheinlich in die Hand. Ich reiche die dann so vorsichtig wie möglich weiter. Wer weiß, welche komische Magie da noch drin liegt. Ja, er betrachtet sich einmal die Schriftrolle. Legt sie dann vor sich auf den Tisch. Ich werde einen Magier holen. Sehr wohl. Die Männer haben sich alle als äußerst kompetent bei dieser Sache herausgestellt. Auch wenn wohl die Vernichtung der Wohnen nicht. Die Herren Magister, könnt ihr derweil Abhilfe schaffen oder seid ihr ohne Kräfte? Es wäre hilfreich, wenn uns jemand helfen könnte. Vielleicht ein Heilmagier oder ein Bader. Noch besser. Ein Bader. Was ist denn passiert mit Ragnar? Mit Ragnar ist nichts passiert, mit dieser Dame. Ich muss mir seinen Kopf noch anschauen. Hat er eine Runde am Kopf? Ragnar hat sich eine kleine Respektlosigkeit gegenüber dem Oberstleutnant geleistet. Ja, das sollte man nicht tun. Auch als Agent sollte man respektvoll bleiben. Vor allem, wenn man nie genau weiß, wie hoch die anderen Agenten sind, die vor ihm stehen. Hoher Herr? Ja. Die Frau da, die solltet ihr vielleicht verhören lassen. Sie hat sich als Sündengeweihte verkleidet gehabt und hat diese Kugeln in der Stadt absichtlich verteilt. Mhm. Auch dafür, dafür gibt es Magier. Und der Mann, den wir geborgen haben, hat wohl scheinbar dieses Phantasmalogikon, ich weiß nicht, bedient oder so. Auf jeden Fall hat er wohl seine Vernichtung eingeleitet. Also gut. Er schleppt dann einmal Revetta am Kragen heraus, zieht sie über den Flur in einen anderen Raum, verschwindet. Vorsichtig mit dem Bein, das habe ich gerade erst verbunden. Es interessiert ihn nicht. Er verschwindet dann einmal kurz, könnte wohl auch erkennen, wie er sich da wohl mit mehreren Personen unterhält. Und dann treten zwei Gewandete, ein Krieger, ein Magier, in den Raum herein. Der Magier ist nur daran zu erkennen, dass er einen Stab hat. Der andere ein großes Schwert an seiner Seite, aber ansonsten komplett verhüllt, sodass ihr keine Identität dann eben von ihm bekommt. Und ja. Ich leg derweil Jola aus meiner Hand auf die Schulter. Magister, ich fürchte, da wo die hingeht, braucht sie keine Beine mehr. Wenn ich da noch einmal etwas machen muss, dann werde ich ihm die Rechnung zuschicken. Also wirklich, unerhört. Angbruch gibt dem Magier kurz einmal den Befehl, dass er sich um Ragnar kümmern soll. Der tritt dann auch herbei, kniet sich dann ab und spricht dann den Balsam-Kantus für 7 LEB, die Ragnar wieder bekommt. Ach komm, und er heilt auch noch Wunden. Soll gelingen. Ragnar, du bist ja sowieso noch wieder bei Bewusstsein. Du warst ja nur kapfunfähig, oder? Ich habe auch gar keine Wunden. Ach so, hast du noch nicht. Nee, die sind inzwischen schon wieder geheilt. Gut. Dann kriegst du einfach 7 LEP wieder. Wie hoch bist du jetzt? Ich bin jetzt auf 12. 12, gut. Damit kann man arbeiten. Ja, du bekommst also im Laufe der 5 Minuten wieder mit, was um dich herum passiert. Der Magier spricht danach einen Odem auf die Schriftrolle, nickt dann Angenbruch zu und verschwindet wieder.
gemeinsam mit dem Schwertkrieger, dem Verhüllten. Und Angenbruch liest dann einmal vor, nachdem er sie wieder in die Hand genommen hat. An den edlen Ludolf von Wertling statt des Lichts dringend. Ich werde mich nicht erdreißen, eine Schriftrolle, die für Ludolf von Wertling adressiert ist, zu öffnen. Auch wenn sie aus den Schwarzen Landen kommt. Vielleicht die Renegaten, die eine Nachricht absetzen an den Marschall. Eventuell. Sollten wir jetzt vielleicht zurückziehen, hohe Herren, und abwarten? Oder? Nun, wenn ihr mögt, werdet ihr mich dorthin begleiten können. Ich bin mir nicht ganz sicher, die beiden Magier werden wohl die Stadt selbst nicht betreten können, aber wenn ihr mögt, dann begleitet mich doch bis zu den Toren. Ludolf von Wertling selbst kann die Bettstadt von unserem Reichsbehüter Brinn nicht verlassen. Er kniet dort schon seit mehreren Jahren. Könnten wir vielleicht noch kurz einkaufen gehen? Diese ganzen Strapazen, diese Illusionen sind sehr anstrengend und vielleicht könnten wir uns noch ein oder zwei Heiltränke kaufen in der Stadt, bevor wir diese große Stadt verlassen mit seinen ganzen Möglichkeiten. Es steht drauf dringend, dann wenn ihr zu schwach seid, werde ich ihn alleine aufsuchen. Das soll kein Problem sein. Ansonsten begleite mich, wer will. Kennt man Ludolf von Wertling? Wer ist dieser Ludolf? Das wäre eine Etiketteprobe. Mit Spezialisierung oder so etwas mittelreich, also wer aus der Tulaminreichen kommt, der wird ihn vielleicht nicht kennen. Ja, immer kennt ihn einfach nicht. Das ist ein wichtiger Mann. Alle sind ja wichtiger als also eins Bettler wie er. Ich kenne ihn auf jeden Fall nicht. Komm, würfeln wir mal. Ich kenne den Mann. Also wenn es keiner Schwindes gibt, auf jeden Fall. 8 Punkte übrig. Plus drei, weil du Horasiat aus dem Horasiat kommst und du kennst dann deine horasischen Adligen, aber den Ludolf von Wertling aus dem Hause Wertling, den solltest auch du kennen. Ein Adliger aus dem Greifenfurter Haus Wertling, der Sohn von Udalbert, ist der Adjutant oder war der Adjutant von Brinn von Gareth und wich ihm daher kaum von der Seite. Brinn von Gareth selbst gestorben vor der dritten Dämonenschlacht, hingerichtet von Galotta, und seitdem ist Ludolf von Wertling nicht von seiner Seite gewichen. Kniet dort wohl in der Stadt des Lichts, wo der Leichnam aufgebahrt liegt, und wacht über den Tod. Seid ihr sicher, dass diese Schriftrolle nicht magisch ist? Es riecht doch komplett nach einer Falle. Selbst wenn irgendwelche finstere Magie darauf liegt, wird sie ihren Zweck wohl kaum innerhalb der Stadt des Lichts entfalten können. Das ist richtig. Wie gesagt, mein Analysemagier sagte mir, dass diese Schriftrolle nicht magisch ist. Sie ist profaner Natur. Und in der Stadt des Lichts wirkt keine Magie. Aber wie gesagt, ich werde auch mit meinen Kontakten euch nicht in die Stadt des Lichts bekommen. Also euch Magier nicht. Ich hatte auch nicht vor, diese Stadt zu betreten, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Ich möchte den Herrn Preis nicht unbedingt mehr verärgern, als es notwendig ist. Oh, wirklich? Ja. Ach, nun, ich habe gehört, dass es ein wundervoller Tempel ist. Ich wollte ihn irgendwann dann gerne einmal anschauen. Ja, der Preis liebt die Magie nicht und man sollte es nicht unnötig herausfordern. Was meint ihr damit? Weil ihr Magier seid, dürft ihr nicht in dieser Stadt des Lichts? Ich dürfte schon, aber... Nein, der Magier wird nicht sehr, sehr gern gesehen. Okay. Ja. Oh, das ist aber schade. Der Zutritt ist ja nicht Magiebürgern verboten. Ich fühle mich noch momentan etwas schwach, ich käme dann nicht mit. Also ich würde mitkommen. Ich werde euch natürlich mit den allergrößten Freuden begleiten. Also die Stadt des Lichts betrete ich auch nicht, aber bis zum Tor begleite ich euch gerne. Dann nickt er. Dann würde ich sagen, seid ihr hiermit entlassen. Diejenigen, die mir noch folgen wollen, mögen dies tun. Wir treffen uns zu einer Abschlussbesprechung, zu einem Bericht in... Ich würde euch einfach mal, sagen wir, 8 Stunden geben, 8 Stunden der Regeneration.
sucht euch eine Bleibe hier in Gareth, wenn ihr noch keine habt, und dann treffen wir uns morgen wieder. Es ist mitten in der Nacht. Es bleibt wahrscheinlich nur eine Herberge übrig, vermute ich. Nun gut. Könnt ihr meine Herberge empfehlen? Es gibt hier viele Herbergen. Mit einem gewissen Status natürlich. Immer schaut ihr mit leuchtenden Augen an, das Hotel Salander, hoher Magen. Das war nur ein Notbehelf, das war nicht für Dauer. Wieso bleibt nämlich nicht zur Akademie? Dort kann man wunderbar in den Gästezimmern nächtigen. Ihr seid eingeladen in die Akademie? In einer weißen Akademie? Nun, aber natürlich. Dann werde ich euch folgen. Eine hervorragende Idee. Ihr werdet das schon machen, nette Leute. Sag mal, Ömer, kannst du meinen Rucksack und so weiter schon in unser Gasthaus bringen? Natürlich, natürlich. Ja, wunderbar, danke. Geht dir zu. Ja, also von mir aus können wir jetzt zu diesem Wieser Ludolf von Wertling hingehen. Dann lasst uns keine Zeit verlieren. Wir treffen uns in 8 Stunden hier? Ja. Hier. Wunderbar. Richtig. Endlich kann ich etwas gegen diese Kopfschmerzen tun. Vielleicht könnt ihr ja ein wenig mehr Sinn aus dem Hergang der Urne machen. Gut, und während ihr euch dann aufteilt und Jarlan und Ragnar gemeinsam mit Torgosch in Richtung Stadt des Lichts gehen, in Richtung Nordwesten, durch die Stadt hinaus, ein paar Meter auf dem Weg entlang, bis ihr dann an einer ziemlich großen Mauer entlang stolzieren könnt, hinter dem auch zu dieser finsteren Nacht haben wir es mittlerweile immer noch der Glanz und das Gold erkannt werden kann. Dann ist dort ein Tor, vor dem einige Sonnenlegionäre auch zu dieser späten Nacht immer noch sehr aufmerksam euch anschauen, während ihr dann den Weg entlang kommt und euch dann einmal zum Anhalten zwingen vor dem Tor. Halt, keinen Schritt weiter zu solch später Nacht. Wer seid ihr und wo wollt ihr hin? Hauptmann von Angenbruch, ich bringe eine wichtige Botschaft zur Kapelle von St. Gilborn an Udalbert von Wertling. Hauptmann von Angenbruch. Eure Begleiter? Meine Begleiter. Die Sonnenlegionäre stellen sich einmal vor Jarlan, Ragnar. Sieht so aus, als ob sie irgendwas riechen wollen würden. Zumindest versuchen sie wohl, irgendwelche Sinne zu benutzen. Nicken dann. Stellen sich dann vor Torgosch. Und ihr Zwerg? Erkennt ihr Praios als den Götterfürsten an, oder glaubt ihr? Ich bleib hier draußen. Ich möchte übrigens anmerken, Ragnar hat immer noch die Grantenkleidung an. Ja, das ist egal. Solange du keine magischen Gegenstände bei dir hast. Ja, aber Granten erkennen doch Praios nicht als Götterfürsten an. Die haben doch immer das Höchsten. Richtig. Hat er nicht auch vor allem diese Kristalle in den Taschen? Das ist auch richtig. Also, hast du jetzt noch magische Gegenstände bei dir oder hast du die Ömer gegeben? Ich weiß nicht, ob diese Kristalle magisch sind. Davon noch ein paar dabei. Okay, ich dachte, du hättest die Ömer gegeben. Nee, diese Hand passen nicht alle in den Rucksack. Gut. Also, ich habe mir die Fahrtaschen komplett vollgestopft. Ja, dann, wie gesagt, er bleibt dann auch einmal vor Torgosch stehen, wenn der dann gar nicht rein will, nickt er. Und dann bleiben sie vor Ragnar stehen. Leert eure Taschen. Was habt ihr dort? Irgendwelche Sachen, die ich gefunden habe. Während einer wichtigen Mission. Und ich zeige ihm diese komischen Kristalle. Die bleiben draußen. Okay. Torgosch. Ja? Kannst du die vielleicht mitnehmen? Das ist komische Drachenmagie. Ich würde das nicht anfassen, aber... Das ist keine Drachenmagie. Du kannst das von mir aus da hinten auf den Boden legen und dann passiert auch... Ich glaube nicht, dass das Drachenmagie ist. Keine Drachenmagie. Doch, doch. Bin mir ziemlich sicher. Nein, das sind Edelsteine. Hey, ihr. Seid ihr Alan Fahner? Nein, ich trage nur diese Kleidung, weil ich sie doch sehr gut finde. Mir gefällt die Mode in Al-Anfa sehr gerne. Sehr gut. Und ich erkenne Praios natürlich als meinen Götterfürsten an. Das war die Frage.
Wie gesagt, ihr werdet die Störterslicht nicht mit irgendwelchen Artefakten betreten. Sind das Artefakte? Schauen wir mal diese komischen Steine an. Wenn sie magische Magie in sich tragen, werdet ihr sie draußen lassen. Welchen Zauber sie genau beinhalten, weiß ich nicht. Dann lege ich die einfach mal irgendwo auf den Boden. Ja, wenn du sie dann nach und nach rausholst und dann an das Tor herantrittst. Jalen, wie sieht's bei dir aus? Hast du deinen... Ich lasse es natürlich hier draußen. Was lässt du hier draußen? Mein Artefakt. Genau, dein Armatrutz ist das, ne? Ich nehme an, es gibt hier irgendwie eine Abgabe oder ein Kleiderdings und wir müssen es nicht auf den Boden schmeißen. Es gibt das hier nicht, ne? Tobasch würde seinen Rucksack aufhalten und sagen, ihr könnt das in meinen Rucksack legen. Ich lege meinen Rucksack da an die Wand und dann passe ich auf, dass niemand meinen Rucksack wegnimmt. Aber ich packe das nicht an. Das ist eine gute Idee, Tobasch. Und ich packe die ganzen Sachen da in seinen Rucksack. Wenn das so gut reinpasst. Ich lege mein Amulett dann auch hinein. Wer mein Rucksack ist dann irgendwie magisch, dann schuldet ihm einen neuen. Aber den natürlich. Aber natürlich. Gut. Danke, dass ihr darauf auch Acht gebt. Die Laune der Sonnenlegionäre verfinstert sich. Das könnt ihr ohne Probleme erkennen. Und dann, nach ungefähr 2 Minuten der Artefakte, die in den Rucksack gelegt werden, genauso wie ja, die merkwürdigen Kristalle. Wie sieht das mit den Nachteilen von Torgosch aus? Hast du da irgendwelche Nachteile, die ich ja jetzt gerade blockieren? Nö, ich bin arrogant und hab Goldgier und Spielsucht. Dann kannst du ja behalten. Werdet ihr durch das Tor gelassen, zumindest Ragnar und Jana. Es gibt einen Weg, einen Pfad entlang vorbei an der riesigen, ja, dem riesigen Gebäude, wo wohl das Licht von Praios selbst gewahrt wird. Auch viele Praios-Geweihte, die auch noch zu dieser späten Stunde unterwegs sind, in die Sterne schauen oder hier irgendwelche wichtigen Debatten führen. Die Stadt selbst ist riesig, hat mehrere Gebäudekomplexe. Werdet ihr dann geführt in eine Kapelle. In den Tempel vom heiligen Gilborn. Geblendet von goldenen Wundern und unter den strengen Augen einer Greifenstatue betretet ihr ein tiefes und dunkles Gewölbe mit Totenkerzen, Altar und Wandteppich, die Gilborn den Heiligen gegen finstere Zauberei zeigen. Vor einem Marmorsarg mit Reichswappen wacht bewegungslos ein hoch aufgeschlossener Kempe um die 40 mit Wappenrock und Zweihänder. Er dreht sich um und guckt euch finster an, zieht sein Schwert. Wer wagt es, die Ruhe der Toten zu stören? Erklärt euch. Ich blicke zu Angenbruch. Macht ihr Anstalten, etwas zu sagen? Hauptmann von Angenbruch, werter Udalbert, wir haben eine Schriftrolle gefunden. Eine Schriftrolle, die von diesen Recken geborgen wurde. Und damit tritt er einen Schritt beiseite und würde dich, Jalan, dann vorlassen. Nach vor. Senke kurz das Haupt und übergebe ihm deine Schriftrolle. Wir haben diese Schriftrolle aus einem Artefakt geborgen, das hier in der Stadt für Unruhe gesorgt hat. Sie ist augenscheinlich nicht magisch und mit großer Dringlichkeit an euch adressiert. Wir wagten es nicht, sie zu öffnen. Er nickt und lässt sich dann von Angenbruch die Schriftrolle geben. Lies dann noch einmal vor. An den edlen Ludal von Wertling, Stadt des Lichts, dringend. Schaut nochmal zu Angenbruch, schaut zu dir, zu Ragnar und bricht dann das Siegel. Öffnet die Schriftrolle und liest dann einmal laut vor. Mein Sohn, die Umstände lassen mir nicht mehr Zeit, diese geheime Botschaft niederzuschreiben. Ich hoffe, es gelingt dem mir treuen Arcano-Mechaniker, das Schreiben sicher in der Apparatur zu verbergen. Vieles hat sich geändert. Ich spüre bereits den versengenden Hauch des Rachedämons in meinem Nacken. Du hattest in vielem mehr als recht. Ich bin den falschen Pfad gegangen und kann nun den beschworenen Höllen nicht mehr entkommen. Ich will wieder zurückkehren in die Arme des Glaubens und des Reiches und will, dass du mich wieder Vater nennen kannst. Doch sein Misstrauen ist unermesslich. Galotta fürchtet, ich könnte all seine Pläne und Geheimnisse verraten. Er hat mir einen Bannzauber angehext und lässt mich durch Augen beobachten. Eine Flucht ist mir unmöglich. Sohn, befreie mich aus Yol'Gurmak und rette mich aus den Klauen des Dämonenkreises. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Die Schlingen ziehen sich enger.
streckt nochmal das Papier glatt, hält es dann das Licht. Mehr, wenn wir uns gegenüberstehen, dein Vater, Rudalbert von Wertling. Lässt das Schreiben wieder sinken, schaut zu euch. Ein hastiges Schreiben, definitiv in der Schrift meines Vaters. Stammt zumindest von ihm. Was gedenkt ihr zu unternehmen? Ihr habt es entdeckt, diese Schriftrolle, und habt die Illusion vertrieben? Das ist richtig. Ich und meine Begleiter, von denen leider einige nicht hier sein können. Und ihr gehört zu Angbruch? Zu Nemrod? Dies ist ebenfalls richtig. Es wäre mir eine Ehre, wenn ihr an meiner Stadt gehen würdet. Ich bin durch einen Eid hier gebunden, doch stünde ich auf immer in eurer Schuld. Wenn Udalbert wirklich in den Schoß der 12 göttlichen Kirche zurückkehren will, kann ich das als seinen Sohn ihm diesen Wunsch nicht abschlagen. Doch als treuer Diener Brinz kann und will ich meinen Herrn den Dienst der Totenwache nicht verwehren. So bitte ich euch, reist nach Jolgurmak und helft meinem Vater. Wenn ihr dies wünscht, dann geschehe es. Jemand, der in den Schoß der Götter zurückkehren will, den können wir nicht einfach so im Stich lassen. Ich danke Ragnar euch. Ragnar versucht sich mal zu erinnern, was er schon so alles über Jolgurmak gehört hat. Was das überhaupt ist. Sagen und Legenden. Denn Geschichte gibt es davon nicht. Der Ort ist neu.